Ja, hallo Leute, hier wieder euer To, so mit Let's Play angezockt bei mir von Skyrim und wir sind hier am Weg aus dem Dorf und schauen gleich mal nach, ob wir den Quest aktiviert haben. So, ja, wir zeigen das mal auf der Karte, wo ist das Zeug? Ah, näher geht das gar nicht. Nämlich daher, Ödsturz Hügelgrab und wir sind hier, jawohl. Da müssen wir drauf und ja, werden das schon finden, ne? Glaube ich mal. Da laufen wir zu. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch einiges. Mit was sind wir jetzt ausgerüstet? Mit Bogen und so. Und ihr kennt mich ja. Zuerst einmal laufen wir da drüber und schauen uns ein wenig um. Weil hier waren wir auch noch nicht, ja. Und was ist denn da? Da hat es ja extrem geraschelt jetzt. Wir werden den Hammer ausrüsten gleich einmal. So, da ist ja ein Wegweiser, Leute. Ja. Und das soll einer lesen können. Waschmann, wir gehen da einmal rauf. Kann ja nicht falsch sein, ne? Aha. Dann geht's auf, Leute. Schauen wir mal. Wir haben den Langbogen. Und dann rüsten wir gleich aus. Und dann schauen wir auch gleich. Na komm her. Und werden dann auf die Wölfe losgehen, nehme ich an. So ist es nicht gut. Treffen wir denn von hier? Ha! Okay. Das war's dann auch schon. Na. Und wir zumpeln dem gleich eine drüber. Das gibt's doch nicht. Wir müssen das ja doch lernen, ne? Dieser Scheißwolf. Und da gibt's sicher noch mehr. Wo sind denn die? Da? Versteckt irgendwo? Nee. Ein Wolf, versteht ihr? Das kann's ja nicht sein. Na gut. Das war's dann auch schon. Ich denke, wir sind da richtig. Wir müssen da einfach rauf mal, ja? Ich glaube, so geht's hier ein wenig schneller. Da. Wäre vielleicht interessant, wenn wir auf der Karte nochmal nachschauen würden, ja, weil ich verlaufe mich ja gerne. Aber was soll's? Ja, das ist da schon richtig, gell? Ja, natürlich. Und ich krieg schon wieder Muffensausen, weil das heißt ja nichts Gutes da. Und finster wird's auch. Sehe ich da was davon? Wir schauen einfach wieder mal auf der Karte nach, ist ja klar. Da Doso. Ne, wir sind da vollkommen falsch. Aber egal, wir können da mal reinschauen. Seid ihr böse oder gut? Ihr hättet nie herkommen sollen.
Was sind denn das für Jungs? Und noch einmal drauf. Ah, das geht mit einem Schlag? Nee. Erbärmlich. Ja, Leute, da geht's zur Sache. Wie viel sind denn das? Da ist noch einer. Da werden wir gleich einmal schauen. Den haben wir auch gleich. Und du bist auch böse, ja? Einmal und ich will mit dir reden, Mädel. Zweihändig verbessert auf 27. Okay, zweihändig ist gut. Durchsuchen und das ist ein Bandit, ja. Und der ist besser als den wir haben. Y und Gold und Fleisch und... was ist das? Die beschlagene Rüstung, die kommt ja auch gut. Die ist schlechter und hat aber einen guten Wert. Und das Zeug, Bellstiefel, Eisenpfeile und der Eisendolch ist 1:5. Gut so, stecken wir das Zeug mal weg. Wir sind da wieder total verfranst durch die Gegend gelaufen. Geldbeutel, 11 Stück. Und wenn wir schon hier sind, da ist nur der Wachturm, da ist sonst nichts. Wir laufen da mal rauf. Was ist da mit dem Boden passiert? Die Laterne, ich weiß nicht, ob wir die brauchen können. Aber, ja, ja. Da hinauf und natürlich nicht Ruhe. Da schauen wir gleich rein. Ein wenig Gold und noch ein Eisenhelm. Egal. Und haben wir hier eine schöne Aussicht? Ja, eigentlich nicht, gell? Dann nichts wie zurück. Wo kann man mit der Herde? Genau da. Aber das ist eine schöne Aussicht. Ja, Kinder, Orientierung, Sinn und so, das ist nicht unbedingt meins, hab schon bemerkt. Wir müssen da rein und zurück. Und sind die Leichen jetzt verschwunden? Ich denke nicht. Der hat da Pfeile fallen lassen irgendwo. Gold brauchen wir, die Fellrüstung ist für nix. Die auch nicht, die auch nicht. Und das Zeug nehmen wir doch einmal, ja. Und da war ja noch einer, den haben wir da runtergeschubst. Bandit, ja, das Beltschild, das lassen wir. Gold nehmen wir. Die Eisenrüstung, kommt ja gut. Noch ein Helm. Eisenstiegel und dann... schaut cool aus, aber... Ja, wir verkaufen das Zeug dann auch gleich, ja. Bevor wir da weitermachen, laufe ich dann zwischendurch noch schneller mal zurück. Und verkaufe das Zeug. Okay. Ja, sozusagen hat der Dose jetzt wieder einen Umweg gemacht. Jetzt möchte ich aber wissen, wie das mit der Shortcut-Leiste ausschaut hier. Nur, wir stecken das Zeug zurück und jetzt rüsten wir mal das aus. Wieso ist denn das so? Den Langbogen hätte ich gern an dieser Stelle. Ja. Und genau so. Und jetzt probieren wir das Zeug nochmal. Rechts ist der Hammer und links. Links tut sich schon wieder nichts. Verflixt noch einmal. Egal, das ist ein Ding, das werde ich dann beim nächsten Mal klären. Ja, gut, es war für dieses Video genug der Aktion vorerst einmal. Und ich mache mich da schlau wegen der Shortcut-Leiste. Und dann, ja, roter Vollmond, Leute. Ist ein würdiger Abschluss für dieses Video. Zwar ein wenig kurz, aber was soll's. Wenn ich mich verfranz, dann ist es eben so.
wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns wieder. Euer Toso. Ciao.